Eigentlich wollten wir es euch nicht erzählen. Wir dachten, das ist schnell erledigt, aber es raubt uns ganz schön die Nächte. Und ich dachte, ich zeige euch mal kurz die Lage. Und zwar... Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories, und willkommen zurück auf Vancouver Island. Ja, wir sind immer noch hier und ich würde sogar behaupten, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Folge dran zu bleiben, denn wir haben eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch. Was wir aber sonst noch so geplant haben, das erzähle ich euch am besten gleich. Seit 3 Tagen endlich scheint mal wieder die Sonne. Juhu! Basti fährt mich jetzt zum Yoga und der arbeitet vielleicht ein bisschen was, oder? Ja. Fleißiger Basti. Und jetzt, wo die Sonne scheint, haben wir uns überlegt, dass wir uns vielleicht ein paar Surf-Sachen ausleihen und dann danach eine Runde ins kalte Nass gehen. Ich glaube noch weiter. Bis nachher. Viel Spaß. Danke. Kein Blick. Basti hat jetzt mal unseren Nachbarn gefragt. Der meinte, könnte klappen. Man muss aber ein guter Schwimmer sein. Also essen wir jetzt mal auf und holen uns ein Board. Und dann gehen wir in den Sonnenuntergang hinein surfen. Oder raus und oder kommen raus. Nie wieder. Okay, wir haben die Surfboards an Bord. Sie sind ziemlich riesig, weil die Beginner-Surfboards eben einfach ziemlich groß sind. Und damit fahren wir jetzt noch an den Strand. Wir haben kurz vor 3, sprich wir können jetzt noch die letzten 1,5 Stunden nutzen, bis die Sonne untergeht. Und wir fahren jetzt zum Strand, wo er meinte, da könnte es okay sein. Und hoffen einfach, dass da die Conditions ziemlich gut sind, dass wir uns auch wohlfühlen, um rauszufahren. Ah, richtig cool! Rauszufahren, rauszupaddeln. Wir machen das natürlich nicht zum ersten Mal. Also wir würden uns jetzt nicht einfach so Surfboards ausleihen, wenn wir das nicht schon mal irgendwie gelernt hätten. Das haben wir in Irland gemacht. Da gibt es auch ein Video dazu. Das war richtig cool. Da haben wir 3 Tage Surfkurs gemacht. An der Atlantikküste und auch genau zu den gleichen Bedingungen eigentlich. Wasser kalt, draußen kalt. Ja. Wir sind sehr gespannt, wie sich Surfen anfühlt, wenn wir mal in wärmeren Gefilden unterwegs sind. Aber heute nutzen wir jetzt einfach nochmal die Chance, zum Sonnenuntergang surfen zu gehen. Direkt ein fettes Grinsen im Gesicht. Basti zieht sich schon mal um. Peppi und ich, wir checken mal die Lage, wie das Meer hier so ist. Ob es doll wild ist oder ob wir sagen, hier machen wir es, oder ob wir noch mal zu einem kleineren Strand weiterfahren, wo es auf jeden Fall sicherer sein soll. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht sehen, aber da vorne ist auch ein anderer Surfer noch im Wasser. Das nehme ich mal als gutes Zeichen. Und es sind auch einige Menschen da, sprich, es sollte was schief gehen. Ja, das machen wir. Das wird gut. Juhu! Komm, Baby!
wir waren wirklich im Wasser. Mega. Wir sind eiskalt und erfroren. Und vermutlich die Bilder, die ihr dazu gesehen habt, waren von unserem ersten Abend hier. Hä? Wo wir Surfer gefilmt haben. Aber das waren nicht wir, weil wir konnten keine Kamera mit aufs Wasser nehmen. Aber das ist echt witzig. Normalerweise machen wir Fotos von Surfern im Sonnenuntergang und diesmal waren wir die Surfer. Waren wir die Surfer im Sonnenuntergang. Wir hatten richtig geilen Sonnenuntergang und waren ganz entspannt. Nass, kalt. Baby hat auch auf uns gewartet, ganz geduldig, die süße Maus. Hallo. Ja, schlägt die mal warm. Und jetzt müssen wir uns nur noch aus unseren Wetsuits wieder rauspellen. Was immer einen Spaß macht, wenn die nass sind. Und wenn alles kalt ist. Boah, und dann. Guck mal, die genähten Stellen. Ja. Und dann geht's ab und eine heiße Dusche. Hoffentlich. Ja. Guten Morgen. Es ist irgendwie knapp 9 Uhr und hier ist noch dunkel und wir sind alle am Schlummern und eigentlich wollten wir es euch nicht erzählen, weil wir dachten, das ist schnell erledigt, aber es raubt uns ganz schön die Nächte und ich dachte, ich zeige euch mal kurz die Lage. Und zwar haben wir einen kleinen Einbrecher hier. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken, wir haben eine Maus. Und die ist hier irgendwo, versteckt die sich hinter der Verkleidung und ist in der Nacht super aktiv. Hat uns schon das ein oder andere Klopapier zerfetzt, was wir hier unten hatten, und Plastiktüten. Und jetzt haben wir Mausefallen aufgestellt. Wir mussten hier einmal den Oberschrank komplett leer räumen und hier hinten steht eine Falle, weil sie kommt hier hinten durch das Tuch durch. Und hier unten, wo unser kleines Badezimmer ist, da haben wir schon einen kleinen Karton vor das Loch gemacht, damit sie da nicht durchkommt. Hier unten hat sie auch schon gewütet und deswegen steht da auch eine kleine Mäusefalle. Und hier ist sie heute Nacht rein, hat die Erdnussbutter ausgeschleckt und ist aber wieder entkommen. Und hier ist das ganze Chaos. Und hier ist eins wieder Mausejäger. Feuerwehr. Und Pabby da hinten hat sie überhaupt nicht interessiert. Die war die einzige, die durchgeschlummert hat. Ja. Achso, ja. Und wir haben ihr einen Namen gegeben, damit es nicht ganz so eklig ist, haben wir sie Feibel genannt. Feibel, der Mäuswanderer. Wir hoffen, er schnappt heute Nacht oder morgen Nacht in die Falle, damit wir ihn einfach lebend entlassen können. Hallo, mitten aus der Nacht. Flüsterst du, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob guten Morgen oder gute Nacht zu sagen, aber es ist passiert. Die Maus ist in ihrer Falle. Und sie ist völlig am Randalieren. Jetzt, seit wir sprechen, hat sie aufgehört. Aber wir wollen sie so weit wie möglich von unserem Schlafplatz aus freilassen, damit sie den Weg nicht mehr zurückfindet. Also fahren wir jetzt ein paar Kilometer, lassen sie da frei, fahren dann wieder zurück auf unserem Schlafplatz und versuchen da nochmal einen Moment zu schlafen. Wir haben, glaube ich, irgendwie kurz nach 4 oder so. So ein richtig doofer Zeitpunkt. Entschuldigung. Aber wir freuen uns. Die Maus ist gefangen. Juhu. Und Five liebt es, vorne mitzufahren. Kommt ein Ehrenplatz. Wir können sie lebend freilassen. Nach links fahren, also fahren wir sie heute nach rechts. Sie kommt nicht wieder zurück.
Komm nicht rein, sind nicht Richtung Auto. Ja, sehr schön. Okay, bist du bereit? Ja. Na los. Oh, die ist ja süß. Tschüss, kleiner Feibel. Jupp, und weg. Schnell, die läuft. Maus ist weg. Wir hoffen, es war die einzige und letzte Maus hier im Van. Und wir gehen jetzt erstmal nochmal schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. Wir sind immer noch an der Westküste von Vancouver Island bei Tofino. Und wir können es nicht glauben. Wir haben heute Nacht endlich diese Maus gefangen. Sie ist in die Falle und wir konnten sie lebend freilassen. Das ist eine große Erleichterung und wir hoffen, es war auch die einzige Maus. Wir waren hier jetzt gerade noch an der Tankstelle, haben unseren leeren Dieseltank vollgemacht und werden heute mit strahlendem Sonnenschein belohnt, weshalb wir uns dazu entschieden haben, noch eine kleine Wanderung hier zu machen, bevor es dann Richtung Vancouver geht. Denn wir wollen am Dienstag, heute ist Sonntag, ein Eishockey-Game gucken! Yeah! Da freuen wir uns schon riesig drauf. Jetzt aber starten wir den Motor und gucken uns erst nochmal einen schönen Strand an. Noch ein schöner Spaziergang durch den Regenwald von Vancouver Island. Wieder gewappnet mit Bärenspray, weil natürlich gibt es hier vielleicht auch Bären. Aber bisher nada niente und unsere Zeit in der Natur neigt sich auch dem Ende zu. Deshalb sind wir eher pessimistisch eingestellt, dass wir noch mal irgendwann Bären sehen. Kleinen Traumstrand lichttechnisch gut einzufangen. Der Strand liegt im Schatten und das Meer wird von der Sonne angestrahlt. Aber es ist ein richtig süßer kleiner Strand. Ein Stück Paradise. Ein Stück Paradies. Aber im Winter, glaube ich, reicht die Sonne gar nicht um die Felsen rum hier hinten, dass man hier den Sonnenuntergang so gut sieht. Im Sommer ist das bestimmt perfekt.
Aber es ist wirklich ein Traum, es ist richtig schön. So, wir klimmen jetzt mal die Stufen wieder hoch. Hier zum Strand runter muss man einige Stufen runtergehen. Und dann auf der anderen Seite vom Felsen ist nochmal ein anderer Strand. Das ist übrigens die Honeymoon Bay. Und auf der anderen Seite ist der Florencia Beach oder Florencia Bay. Bestimmt. Eins von beiden. Sehr schöner Weg, sehr schöne Strände. Es wurde gesagt, der Strand wird viel von Locals genutzt zum Spazierengehen und so sieht es auch ein bisschen aus. Die Küste da hinten, die Steilküste mit den Bäumen, ist auf jeden Fall mal ein anderer Anblick hier auf der Insel. Das ist halt richtig schön einfach. Guten Morgen. Selbst wenn es nicht in der puren Einsamkeit ist und wir hier so ein bisschen an der Straße stehen, ist es irgendwie immer schön, zu so einer Landschaft, zu so einem Bild aufzuwachen. Ein dampfender See, Berge im Hintergrund, die Sonne geht auf. Wir haben einen schönen Tag vor uns. Wir haben Tofino und Hugh Clulett hinter uns gelassen und sind gestern bis kurz vor Victoria gefahren. Hier ist es richtig schwer mit Freistehen und die Campingplätze sind teilweise zu oder sehr, sehr teuer. Deswegen stehen wir noch fast eine Stunde entfernt von der Stadt, machen uns jetzt gleich auf den Weg. Wir müssen noch ein, zwei Dinge dahin erledigen, wie Wasser auffüllen, Müll wegbringen und aber erstmal genieße ich noch den Blick und hole jetzt auch gleich mal noch Peppy. Wir müssen jetzt nur noch ein paar hundert Meter fahren. Wir sind schon in der Stadt und irgendwie komischerweise hat es einfach angefangen zu schneien und der Wetterbericht sieht irgendwie auch sehr merkwürdig aus. Um 10 Uhr soll es schneien und dann ab 11 Uhr soll es den ganzen Tag schönes Wetter mit blauem Himmel und Sonne sein. Also wir sind gespannt. Deswegen suchen wir uns jetzt erstmal ein Café und laut einem Reiseblog das beste Café für Ex-Benny. Was sonst? Ex-Benedict! Bastis favorite Frühstück. What's up, baby? Boy, I got today, I come out, you know. You mean that? Don't make the sun down inside here. Cool now, baby. God nasty. Look how me come here, make myself handy. Now you and your mama are fighting. Muss sagen, das waren richtig gute Ex-Benny und ich bin mega happy, dass ich mal wieder mein Lieblingsfrühstück bekommen habe. Und das Wetter ist jetzt richtig gut geworden. Nachdem es vorhin kurz geschneit hat, ist jetzt die Sonne rausgekommen und das heißt für uns, wir gucken uns jetzt mal Victoria an
und zeigen euch die kleine Stadt. Dankeschön. Und weil viele schon nach meinem gelben Rucksack ab und an gefragt haben, habe ich mich mit Airpack, der Firma aus Köln, in Verbindung gesetzt. Die machen die Rucksäcke aus Autoschrottteilen quasi. Das ist ein Airbag und Autogurtschnallen und ja, wir haben die große Ehre, euch zu Weihnachten einen von diesen Rucksäcken in meiner Farbe Gelb zu verlosen. Die Verlosung findet aber auf Instagram statt. Also wenn ihr uns hier schon abonniert habt, dann hüpft doch mal rüber zu Instagram, folgt uns da und lasst einen Kommentar unten unter dem Poster. Alles andere steht sonst auch nochmal in der Beschreibung oder auf Instagram in dem Post. Und ja, dann könnt ihr einen von den Rucksäcken gewinnen. Ich hoffe, ihr freut euch. Und dann würde ich sagen, Pabbi, geh mal los. Handschuhe brauche ich noch. Victoria ist die Hauptstadt von British Columbia, deswegen wollten wir auf jeden Fall einen Abstecher hierhin machen. Sie ist gar nicht ganz so groß, deshalb ist das meiste fußläufig zu erreichen. Unser erster Stop ist die Fisherman's Wharf am Hafen und danach gucken wir einfach mal, wo uns der Weg hinführt. Fisherman's Wharf ist ein kleines Dörfchen aus schwimmenden Hausbooten oder auch Häuschen und ja, mit ein bisschen touristischem Angebot wie Whale-Watching, Kajaktouren und so ein Kram. Aber es gibt auch ganz viele private Häuser hier, wo dann noch die Leute richtig wohnen, richtig süß. Aber ich glaube, im Sommer ist hier einiges los und dann hier zu wohnen könnte anstrengend sein, glaube ich. Aber wunderschön. This hippopotamus, she's so insecure. She cannot wear what she once wore. Wir sind zum Ocean Point rausgelaufen. Das ist so eine Mauer, die hier mitten ins Wasser geht, um, glaube ich, die Wellen zu brechen, damit das Wasser im Hafen von Victoria ziemlich ruhig bleibt. Von hier kann man gut Tiere beobachten. Heute eher nicht so. Und natürlich die Wasserfahrzeuge, Schiffe, Wasserflugzeuge. Helikopter und alles, was nicht da ist heute. Deswegen ist es nur kalt, windig und wir gehen wieder zurück. Ja. Aber nach den Ex-Benedict ist es ganz gut, sich ein bisschen die Beine zu vertreten. Musik.
damit haben wir es geschafft. Wir sind einmal quer durch Kanada gefahren. Das ist zwar nur so ein schrabbeliges Holzschild, aber für uns bedeutet das einfach 1000 tolle neue Erfahrungen. Fast vier Monate im Winter Kanada bereisen. Wahnsinn. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich finde es gerade richtig schön. Die Mile Zero, das Monument, gibt es einmal hier in Victoria und einmal in St. John's in Newfoundland. Und da sind wir einfach einmal quer durchgefahren, sogar mit Abstecher und einmal wieder zurück. 4860 Meilen. Knapp 8000 Kilometer. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Man weiß es nicht. Crazy! Zero! Gerade von dem Mile Zero Monument über den Beacon Hill Pike hier auf dem Weg zum Parlamentsgebäude gemacht. Hier sitzt quasi die Bundesregierung von British Columbia. Man kann viele Touren machen und über die Geschichte von Victoria auch erfahren. Wir haben aber Pepper dabei, deswegen können wir leider jetzt nur von außen einmal drauf schauen. Und das machen wir jetzt mit euch zusammen auch im Dunkeln. Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming, my dear. It's the only time of year the reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your family round, or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire, and we'll toast the night away, because Christmas is coming our way. Wir sind mittlerweile nicht mehr auf der Insel, sondern mitten in Vancouver City in einem Park. Und wie ihr um mich herum sehen könnt, ist alles weiß und wir sind wieder in Temperaturen um den Gefrierpunkt unterwegs. Wir hatten gestern aber nochmal einen richtig schönen Tag in Victoria. Abends hat alles schön weihnachtlich geleuchtet und wir haben den Abend in einer Bar ausklingen lassen.
Und jetzt fehlen eigentlich nur noch zwei Sachen, die unser Winterabenteuer hier in Kanada perfekt machen. Und eins davon machen wir heute, nämlich ein Eishockey-Game gucken. So, wir sind zurück von den Vancouver Canucks. Go Canucks, go! Und haben unser allererstes NHL-Eishockeyspiel ever gesehen. Allerdings haben wir gedacht, da ist ein bisschen mehr los. Also es war schon gut gefüllt, aber die Stimmung war so lala. Da hätten wir jetzt gedacht, in Kanada Eishockey, die Sportart schlechthin, da geht's richtig ab. Aber so, wenn nicht gerade Pause war, die zwar relativ häufig sind, aber da war nicht so viel Stimmung. So still wie in einem Tennisstadion. Ja, so ungefähr. Also da war schon ganz schön Ruhe. Das ging erst ab, als die T-Shirt-Kanone rausgeholt wurde. Ja, stimmt. Aber war trotzdem cool, war richtig schön, mal irgendwie so ein Spiel live zu erleben. Und wir haben auch Finn the Whale gesehen und ein Foto mit dem gemacht. Das war natürlich ein mega Highlight, weil der ist ein absoluter Promi. Und wir haben also Eishockey von unserer Kanada-Bucketlist gestrichen. Das wollten wir unbedingt machen. Das war auch ziemlich cool. Und jetzt fehlt ja eigentlich noch eine allerletzte Sache. Denn wir wollten eigentlich auf jeden Fall in Kanada Skifahren gehen. Jetzt haben wir aber gesehen, was das alles kostet. Und irgendwie dafür, dass ich noch kein Skifahren kann und das nur lernen wollte und Svenny mir das beibringen wollte, ist es ganz schön teuer. Und ich habe gesagt, Svenny kriegt zum Geburtstag einen Skitag in Whistler alleine, dann kann sie den ganzen Tag fahren. Ich pass auf Pepper auf, weil sonst hätten wir sowieso alle 2 Stunden oder so vom Berg runter gemusst und zu Pepper gehen. Deswegen passe ich auf Pepper auf. Svenny fährt den ganzen Tag Ski mit Tomislav und Sarah. Und dann haben wir alles gemacht, was wir machen wollten in Kanada. Und dann ist Kanada zu Ende. Verrückt. Ob wir das zeigen mit dem Skifahren, müssen wir noch mal gucken. Wahrscheinlich kein Vlog, weil das hier wird wirklich der letzte Sonntagsvlog aus Kanada sein. Aber vielleicht machen wir noch mal eine Zwiefe und dann gibt es noch ein paar Ausschnitte, wie Svenny sich den Berg runterstürzt. Aber das schauen wir dann. Aber das war's für diese Woche. Das war's mit Kanada. Jetzt kommen neue Abenteuer. USA, Südamerika. Du kannst gar nicht glauben, dass es so ist. Man wird gerade richtig traurig. Ja. Deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst uns ein Like da. Denkt an das Gewinnspiel. Der Rucksack ist nämlich richtig, richtig cool. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Sonntag, wenn wir wahrscheinlich, wenn alles klappt, in den USA sind. Danke. Ende. Guten Morgen. Das ist creepy. Immer noch von ich kann den Namen nicht aussprechen. Uclulet. Das ist alles so lang. Uclulet.